So, meine lieben Freunde der schlechten Unterhaltung, willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Was wollte ich sagen? Ich wollte einen Schlüssel da hineinstecken. So, und dann machen wir doch mal einen erfreulichen Abflug nach unten. Und ich starte mal meinen Timer wieder. Da war der Ausgang, aber uns ist leider nicht ganz so viel Ausgang beschert. Es geht nämlich noch einige hundert Meter tiefer in die Erde. Vielleicht nicht hundert Meter, aber einige. Ne? Genug Meter. Hier unten sieht alles noch relativ unbeschadet aus. Was war das? Ja, genau das meinte ich mit unbeschadet. Überall Blut, wie schön. Ist ja wie auf der Kirmes, ey. Auf dem Kirmes? Was ist beim Kirmes? Ja, da ist auch immer so viel Blut. Ach so. Ach ja, by the way, willkommen zurück zum neuen Let's Play. Ich komme gerade von Toilette wieder. Ich habe gerade richtig schön. Und viel Spaß gehabt? Na, auf jeden Fall, das flutscht richtig. Das will ich jetzt nicht genau mit dir sprechen. Schade. Nein, Spaß. So, oh. Wir befinden uns hier in der offiziellen Küche. Du siehst, sie machen hier gerade... Mutti, machst du heute wieder Fleischsalat? Nein, Schatz, ich mach Gulaschsuppe. Mit Menschenfleisch und nur mit Affenfleisch. Kuhfleisch, was denkst du denn? Ach so, ich dachte schon mit Kuhfladen wieder. So. Mit Kuhfladen. Da werde ich aber braun, Alter. Ja, doch. So, wir haben genug gesehen von der A. Jetzt kannst du in den nächsten Room gehen. Ach, Papa. Ach, guck mal, eine Mappe. Das Papa da. Macht auch Fleischsalat. Ach nee, Mutti macht Fleischsalat aus Papa, so rum. Boah, Alter. Lach nicht, das ist tot ernst. Toter Ernst. Was liegt denn da am Waschbecken? Ernst ist nicht tot, Dieter. Ist das ein Penis? Könnte mal gewesen sein, das ist schon... Boah. Das war Papa deiner. Vor allem, wie sagt man das, wie geht auch der Witz, die Polizei hat einen Ständer vor... ein Penis war auf den Erd gestanden. Jetzt habe ich den Witz verkackt. Deiner. Ja, bitteschön. Du darfst lesen. Nee, nee, ich nicht. Du machst das. Boah. Warte ganz kurz. Project Warrider, Obduktionsbericht MM130092-1. Formhinweis, alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Aufforderungen der Akten der Murkoff Corporation zu entsprechen. Siehe Formular 4083. Autor Jennifer Rowland. Anmerkung: Meine 14. Autopsie eines Vorreiter-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigrationen und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon. Aber nicht, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde. Zweifel an meinem Urteilsvermögen. Werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung ist in die weit hergeholten Theorie eines senilen Alters zu stecken und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patienten 921 getötet, nachdem die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitige kontraproduktive Wirkung. So, hätten wir das geklärt. Jo, hätten wir das auch geklärt. Ich habe gerade 2 Minuten wieder vorgelesen, ey. Warte mal kurz, ich will mal ganz schnell was nachschauen. Genau. Da wollte er hin. Dankeschön. Ja, schon viel besser. Nee, okay. Du hast Bewegungsschärfe ausgeschaltet, ne? Sehe ich das nicht? Nein, ich hab V-Sync eigentlich angemacht, aber du siehst immer noch diese horizontale Linie da mitten im Bildschirm, wo der immer noch nachladen muss. Was ist los? Ist schon wieder eine meiner Grafikkarten hinüber? Ich hasse nur dein PC drinne. Nur kurz so für die Zuschauer. GeForce GTX Titan, ne?
Und GeForce GTX Z. Black. Titan Z müsste sein. Bin ich mir rechts im Sinne? Gab Wort in Z. Warte, was ist da rechts? Alles klar. Easy zum Auswendiglernen. Ja, ja. Ich bin jetzt mal dein Mathelehrer, ne? So, mein liebes Olli, jetzt löst du bitte mal nach X auf. Welche Formel? Die erste, zweite oder dritte? Alle drei. Romeo! So, das ist alles, was mir dazu einfällt. So, Langsam bekomme ich auch ein falsches Bild von dir. Was? Wo kommst du von mir? Ein falsches Bild. Hä, hallo, wo kriegst du ein falsches Bild von mir? Voll unverdient. Aus dem Internet. So. Andere Richtung, der kommt doch jetzt davor. Angst. Ganz viel Angst. Wer seid ihr jetzt davor, Walter? Ich Angst, du Angst, wir Angst. Wir, ihr, sie Angst. Da ich mir beim ersten Mal richtig eingekackt habe. Hallo Tom. Das letzte Date, Tom. Ja. Nennen wir es mal so. Drück mal was. Nee, du Kamera jetzt automatisch drauf. Und jetzt. Es gibt viele Arten, warte mal, die ich sterben möchte, aber ich nicht. Ich weiß, so. Wie ich diese Folge nenne. Fleischsalat zum Abendessen. So. So stirbst du also, von innen heraus in Stücke gerissen. Dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Alter, okay, zeig doch mal ganz kurz das Lüftungsgitter da oben. Stellt euch mal vor, ihr würdet durch so ein Lüftungsgitter gepresst werden, ey. Boah! So, jetzt weißt du auch, wie man so Janka herstellt in Gaststätten. Ach so. Oder in der Schulküche. Man nehme einen Chris Walker und zerteile ihn. Nee, man nehme einen Schüler und, ne, und stecke ihn durch ein Lüftungsgitter. Schweinerei, was uns die ganzen Schulen in den Kantinen andrehen. Ja, ne, ist, ich will mein Geld zurück. Ist dir doch bestimmt auch schon mal passiert. Nö. Dass du da mal in die Suppe gekommen bist, ne? Na klar. Passiert mal. Rutscht den Küchenfrauen mal was aus. Was war denn das? Wir müssen doch jetzt irgendwie den Alarm abschalten, ne? We need to turn off the alarm. How sexy this is. Yes. So sexy. Musst du hier rechts rein? Genau. Was ist denn mit dem da hinten auf dem Bild falsch? Hey, das ist doch richtig. Das sieht aber so aus, als steckt hier da im Baum durch den Körper. Das ist ein Rabe. Echt? Ja. Kennst du das nicht? Das ist, Nee. Oh Gott, wie heißt denn der Typ? Der Typ, der die Götter betrogen hat, dem jeden Tag von einem Raben die Gedärme weggefressen werden und dann immer nachwachsen. Kann das... War es Herkules oder irgendwer war das? Nein, nicht Herkules. Sitter. Ich kann dir auf jeden Fall die Geschichte sagen und zwar... Die Geschichte kenne ich, wenn du es jetzt sagst, kenne ich, ja? Ja, das war halt der Typ, der den Menschen das Feuer brachte. Das war halt das, der hat die Menschen so klug gemacht, dass die halt nicht mehr die Götterhilfe benötigt haben. Und daraufhin haben die Götter halt den Menschen das Feuer vorenthalten. Und das Feuer sind ja auch nicht überlebensfähig gewesen, also hat er die halt beklaut. Denen das Feuer gestohlen. Ja, also der hat einen Stock genommen und hat das dann, als dieser Typ mit dem Wagen angefahren ist, hat er das Feuer entzündet. Vor allem von der Besetzungsfehler, niemand kann diesen Ort entkommen, da fehlt eigentlich noch when he lives, also wenn er lebt. Ja, wo heißt das? Ja, man was vergessen bei der Übersetzung. Manchmal übersetzen die es auch so, dass es schön klingt am Ende. Das Beste war halt sowieso bei South Park, The Stick of Truth, gab es den übelsten Fehler.
Und zwar hatte der Regierungstyp da irgendwie von 1942 gesprochen und dann stand da, nee, was da irgendwie, also vom, irgendwie von einem UFO-Absturz. Und übersetzt kann aber was völlig falsch aus. Also 1942 übersetzt hat irgendwie 1937 oder sowas. Das eine gesagt, das andere getan. Alles im Einmal, du bist ja die übelste Chill-Folge, Max, ich hasse dich. Ja, ich bin dezent in die falsche Richtung gelaufen. Aber nur dezent. Lol. Ich mag halt, wenn es chillig ist, weißt du? Scheiße, scheiße, scheiße. Aber bitte nicht hierhin. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen Sie keinem und sagen Sie es allem. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Achso, nee, jetzt ja gar nicht mehr. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte. Aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt. Und ich habe eine Kamera voller Beweise. Kamera! Das ist kein Evangelium. Es ist ein absurder Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Murkoffs Fehler ist. Begraben Sie diese Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Oh, eine verstümmelte Leiche, wie schön. Verstümmelte Leichen sind immer schön, besonders wenn sie noch leben. Wobei ich sage ja immer, ich bringe dich so lange um, bis du tot bist. Wie gehört der Satz, wenn du jetzt stirbst, bringe ich dich um. Ne? Weißt, wir sind eigentlich so die ganzen Leute, weißt du, jetzt müssen wir den Typen noch so eine Bitte erfüllen, ey, wir sind eigentlich voll der Samariter hier. So, aber irgendwie muss doch mal der Alarm ausgehen, wir kommen doch hier nicht weiter. Das sollte es doch, glaube ich, gar nicht lang. Weil da geht es ja in die Freiheit. Ja, du musst in die andere Richtung. Zu viel frische Luft ist schlecht für den Menschen, ne? Ja. Kriegst du Frischluftvergiftung. Ach, Frischluftvergiftung. Sagen meine Eltern immer, wenn ich zu lange am Computer sitze am Tag, sagen die immer, geh bloß nicht raus, da kriegst du Frischluftvergiftung. Ist auch, das stelle ich mir vor, ist ja noch schlimmer, als durch so ein Lüftungsgitter gepresst zu werden, ey. Oh, allein schon der Gedanke, Frischluftvergiftung. Jetzt bist du richtig. Oh. Nimm mal die Kamera weg, ey, das sieht ja richtig behindert. Es gibt wirklich sehr nette Leute und ich glaube, in dieser Kantine gab es nur Fleischsalat den ganzen lieben Tag lang. Das ist eine Lüge. Es gab auch mal einen normalen Salat. Oh. Links. Andere. Boah, Max jetzt. Das andere links, ich weiß. Hey. Du bist so kacke, Mann, Max. Was suchst du denn da drin? Da ich Geld, Frauen, Autos, sag es mir. Dich. Boah, weißt du, das ist doch einfach nur gerade hier Zeit vorausschieben, damit ich da den ganzen Kack machen muss. Nein, ich hab ehrlich keine Ahnung, wo ich hin muss. Pass auf, er sagt, du musst den morphogenetischen Antrieb abstellen. Du stehst gerade vor einem Schild, auf dem richtig fett steht, links morphogenetischer Antrieb. Wo rennst du hin zurück? Ach so, jetzt sind wir... Ja. Ich erinnere mich hier auch an... Das ist, glaube ich, immer noch falsch. Nein, nein, das ist so gut wie richtig. Weil wenn uns etwas verfolgt, dann kann es nur richtig sein. Ich finde es auch immer noch lustig, wie das nicht durch solche Bücher kommt. Jetzt sind wir richtig. Au. Ey, der hat eine Mappe, der hat eine Mappe. Ach so, Entschuldigung. Hinweis an alle persönlichen von fachärztlichen Beratern MM008 Rudolf Wernicke, DBNR. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von Ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichende Bestätigung, dass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung, vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Dann gehe ich mal noch weiter. Die 1, 2, 3 Sekunden habe ich noch. Hier waren wir auch am Anfang von Outlast Wissen Bleu Vert. Hast du auch nicht spoilern, Mann! Ach ja, stimmt, das halt, wir haben es ja dreimal aufgenommen und dreimal ist es verkackt mit dem Hochladen. Doch, es ist teilweise oben gewesen, glaube ich.
Hoffe ich. Das war gar nicht oben, Max. Dreimal, dank dir. Ehrlich? Ja. Oh, wie schön, dass mir auch mal gedankt wird. Meine eine Festplatte hat schon wieder einen Wackelkontakt, also freu dich schon auf. Alter, ich nehme das jetzt, ich nehme Outlast nicht noch ein Outlast Whistleblower kein viertes Mal, auf. Das habe ich auch klipp und klar gesagt. So, mein liebstes Olli. 15 Minuten sind erreicht. Ich würde sagen, wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ach, halt doch die Fresse, das wollte ich, Mann. So, also lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da und was wollte ich noch sagen? Jetzt kannst du mich wieder. Wenn ihr uns jetzt im letzten Part von Outlast noch einmal so richtig leiden sehen wollt, beziehungsweise mich leiden sehen wollt, vergesst nicht, morgen wieder einzuschalten. Bis dann, haut rein. Ciao.